Spielamtisch Streiter zur Begegnung Christoph Schmiedl, TUK SPD Regensburg-Oberpfalz gegen Andreas Chatel, TUK Altweilstadt Unterfranken. Und den Schüler B. Einzel aufgestimmt, Manuel Hoffmann, Alt von Neumann, Oberpfalz gegen Markus Gessner, FC Bayern München, Oberbayern. Gottschalle vom ASV Neumarkt. Bei allen Turnieren in diesem Jahr auf bayerischer Ebene. Immer die Nummer 1. Jetzt will sie den Titel bei den bayerischen Meisterschaften haben. Und sie zeigt uns die sichere Schubschule des Eddie Bleisteiner. Und zum ersten Mal eine Handbewegung des Coaches, die auch mal von unten nach oben ging. Normalerweise kennt man die immer nur von oben nach unten. Die Hacke. Zack. Manuel Hoffmann, auch das ein Nachwuchstalent des ASV Neumarkt mit seiner hervorragenden Jugendarbeit unter Merkel und Bleisteiner gegen Gessner. Sabine Winter, noch Schülerin und schon Nummer 3 bei der Jugend in Bayern. Der Oberschiedsrichter dieses Turnieres im Dienst, Karl-Heinz Hilbert. Gleichzeitig Bezirksschiedsrichter Edmund Ingelfeld. Und Manuel Hoffmann bei seinem zweiten Satzball zum 1:0. Der erste war noch ein Fehlaufschlag, aber die Rückhand saß. Christoph Schmiedl souverän im ersten Satz 11:3 gegen Schadlei, die Nummer 222. Die Körpersprache freut schon einiges. Oh.
Aufgabe, die höchste Zeit für die Auszeit. Weit weniger Mühe scheint Angelina Götz im Endspiel zu haben, nachdem sie im Halbfinale ziemlich kämpfen musste gegen Karina Albrecht. Hier gegen Kustermann strebt sie einen sehr sicheren 2:0 zu. Und auch hier verrät die Körpersprache wenig Zuversicht. Einzige Aufgabe des Coaches, Mut machen, die Spielerin neu aufbauen. Aber das ist nicht so einfach. Holt sich Andreas Bittner nach seinem tollen Doppelfinale an der Seite von Sharif Akbari nun auch den Einzeltitel. 2:0 führt er. Und viel hat Christoph Fraundorfer hier nicht entgegenzusetzen. Immer wieder das die Sohlen abstreifen wegen des glatten Bodens. Auch hier waren manche Vorrundenspiele weitaus härter umkämpft. Es geht nichts beim Christoph Fraundorfer. Und der Trainer nimmt Timeout. Die letzte Chance, hier noch etwas zu drehen. Es steht 2:0. Und 9:6. Für Andreas Bittner. Und dann ein Return-Fehler. 3 Matchbälle. Netz raus. Kurz und schmerzlos. So schnell zerplatzen im Tischtennis die Träume. And the winner takes it all. Matchball auch bei Angelina Götz zum 3:0. Am wenigsten umstritten bei diesen bayerischen Jugendmeisterschaften 2005 waren die Einzelkonkurrenzen. Klare Sieger, deutliche Verlierer. Und Schiedsrichter Horst Seibelt schaut schon mal auf der Karte nach, wie es nach Hause geht.
Ich habe noch gebeten, dass vielleicht ein paar Zuschauer oder Eltern oder Spieler bei unserer Siegerehrung dabei bleiben und den Akteuren auch würdigen Beifall zollen.